ist jetzt die Frage, bauen wir den so ein bisschen magical? Mit Typhoon und so? Fähigkeitstempo Leben. Der gibt halt... Mit jedem Stapel erhöht sich das Angriffstempo. Doch. Ich gehe auf Typhoon. Ich werde... Plasma Blade? Nee. Lass mich mal was kochen. Ich gehe auf Azurkern, erste Item. Wir bauen erst Magic und gehen dann auf Physical über. Im Timescreen auf einer riesigen Anzeigetafel. Muriel macht euch tanky. Das wär ein geiler Slogan einfach. Oder nee, Muriel macht jeden tanky. Oder wie habe ich das gesagt? Ich weiß nicht mehr. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Slogan. So, Mods. Und wer ist das? Skulks. Yo, what? Wo kommt der Schaden her? Pass auf, nicht, dass Richter Hook gleich wieder am Start ist. Der hat zwar gerade gehuckt, aber war schon ein bisschen her. Oh, wär jetzt fast hinterher geflasht. Jo, der ist fast tot. Was ist mit der Muriel los? Ist Muriel krank oder was? Ich müsste eigentlich als zweites auf mein Schild gehen, wegen dem Rictor. Andererseits würde ich halt gern auch meine Q haben. Oh, oh. Tschüss. Ich hau direkt ab. Ich kaufe mir direkt meine Alchemistenstange. Nein! Ach, ihr Ficker, das gibt's doch gar nicht. Komm ich zurück? Oder killt mich jetzt einer? Scheiße. Ich bin tot. Egal, ich habe trotzdem die Stange. Das war ein bisschen wack, aber ich hätte laufen müssen. Ich dachte, ich schaff's. Aber er ist geflasht, scheiße. Aber dass er... Ich dachte, er hätte Flash schon rausgehabt. Aber er hat den Flash gar nicht benutzt eben. Egal. Ich bin geflasht, hab einen Kill bekommen. Er ist geflasht, hat einen Kill bekommen. Nichts gewonnen, nichts verloren. Und ich bin back und hab schon meine Alchemistenstange. So, und als nächstes würde ich jetzt, weil ich baue auf keinen Fall mehr hier Dingsbums. Ich baue keinen Mindraiser, sondern Auflösung. Ich bin jetzt erst Level 2, holy shit. Sag mal, was geht mit der Muriel ab? So, gerade ein bisschen chillen. So, nochmal die Passive getriggert. Muss auf die Hooks aufpassen. Wie ein Backup-Rapper. Muriel, aufpasse. Boah, hast du noch einen Slow? Kein Slow mehr. Gar keinen Bock auf Hook. Wir haben auch keinen... Doch, wir haben da einen Ward stehen. Ach du Scheiße. Ich hätte so gerne Level 2. Nein! Oh, die Muriel ist krank. Ja, passt schon. Goldbuff? Nee. Ja. Ich push rein. Shit. Kann doch nicht reinpushen. Ja, jetzt steht da vorne kein Ward. Oh! Knispelt. Hm. Ich höre eine Shinbi? What? Die haben eine Shinbi. Okay, die haben Jungle Shinbi. Und da ist Tongo wieder. What? Oh, warte mal. 1050. Okay, ich bleib noch ganz kurz. Lass mal den Goldbuff machen. Grimax,
Take it easy. What? Hä? Da war ein Minion im Minion drin. Incest. Holy. Okay, er hat gesessen. Boah, Grim fühlt sich so viel geiler an, weil er jetzt auch ein bisschen kleiner ist und so. Und halt nicht so ein riesen Kühlschrank. Hä, wo stehen die Viecher jetzt hier? Geil. Scheiße, komme ich nicht hinterher. Da hätte ich jetzt noch Muriel Slow gebraucht. Ah, er hat sein Schild wieder bekommen. Ja. No risk, no fun. Das ist mein Motto. Ich hau ab, ich geh weg. Ich hol meine, mein Chalice. Sweet Minion Alabama. Okay, den Seelenkelch. Was ist denn los? Bam, bam, bam. Ja, komm, wir bauen den direkt aus. Die Q hinter den Rictor, dass sie zu dir stößt. Ja, das wäre auch geil. Was baue ich denn noch? Nuclear Rounds? Wäre auf jeden Fall krass. Die bauen wir vielleicht als nächstes. Vielleicht baue ich die jetzt auch. Dann ist die Frage, ob ich noch Prophecy bauen soll. Aber eigentlich will ich eher so physisch bauen. Ah, da kommt ein Rictor. Ah. Alter, warum schreit der so? Eine Katze. Miau. Wäre witzig, so ein Katzenskin. Leute, was machen Sachen? Ich kann da nicht. Ich hab nichts. Tschüss. Gehen die jetzt auf den Raptore? Ich glaube nicht. Ich kann leider nicht pushen, weil die campen mir alle den River ab und mein Muriel war in der Welt unterwegs. Yo, schrei doch mich nicht so an! Danke für den Sub, Alter. Was geht? Jo, geil, wie er peelt. Sehr cool. Macht er gut, der Rictor. Caution. Mann, er hat mich geslowt. Please don't block me. Ach du Scheiße. Uah! Oh, nice! Wow, war das krank. Oh nein, wer ist das denn? Der darf mich nicht besiegen. Yo, er ist Half-Life, Alter. Grim ist komplett broken. Was ist denn das? Der stirbt noch. Der Chimera geht da noch rein, oder? Ich krieg noch einen Assist. So, ich gehe auf das Ding erstmal. Ich baue das erstmal fertig, weil ich habe die Stacks von meinem Chalice noch nicht voll. Wir können auf Raptor gehen, Leute. Danke für den Sub nochmal. Vielen, vielen Dank. Burutais. Sagt man das so? Oder sagt man Burutais? I don't know. Aber vielen, vielen Dank für deinen Support. Attack Speed hätte ich halt noch gerne ein bisschen mehr. Bin sehr langsam gerade. So, da lasse ich mal einen Mann ein Wort. So. Ja, natürlich treffe ich wieder alle Minions, nur das eine Minion nicht, was ich last hitten wollte. Anzeige ist raus. Au.
Ah. Kommt jetzt der Hook. Ich habe leider noch kein GTFO. Oh, what? Das war ein Rictor, Digga. Der ist geplatzt wie ein Luftballon. Was haben die denn mit Grimm gemacht? Warum ist denn der so broken? Hm, komme ich nicht hinterher, glaube ich. No! Guck dir seine Leben an! Und ich habe kein GT. Aber Goldbuffs sollte noch ab sein, oder? Ja, lass uns Goldbuff holen. Aua. Junge, wer wirft hier mit Knüppeln? Der Hauweiser müsste mal... Yo, Muriel fliegt weg. Hauweiser müsste Mitte pushen, solange Gideon hier ist. Ey, 10 Stacks hat, gibt der Goldbuff. So, Nuclear Rounds. Ist doch schon mal geil. Ich brauche jetzt Attack Speed bisschen. Ich baue jetzt meinen Items aus, dann gucke ich mal weiter. Find's wild, wie du Skills einfach querbeet. Ja, muss man. Das ist der Tech, sag ich euch. Das ist der Grim Tech. Plasma Blade, Stormbreaker sind die besten Attack Speed Optionen. Ja, aber Stormbreaker hätte ich früher anfangen müssen, oder? Ist jetzt ein bisschen too late. So, Muriela, wo ist sie? Alarm, keine Gegner links. Mitte muss aufpassen, glaube ich. Ah. Der Hauweiser. Shit, was geht da hinten ab? Ich komme, Helmendur. Okay. Da unten ist einer. Mhm. Ja. Ja, bin tot. Da waren zwei Leute hinter mir. Ich weiß nicht, warum Muriel jetzt alleine auf die Lane gegangen ist, um da irgendwie zu farmen. Und sie hat keine Ultimate, also entweder bleibe ich halt bei meinem Team. I don't know. Plasma Blade würde ich auch noch bauen, weil das gibt mir Attack Speed und gibt mir noch mehr Crit. Und magische Macht. Aber ich baue jetzt erstmal hier die beiden Items fertig. Damit ich die schon mal habe. Eigentlich hätte ich den Stab als erstes ausbauen müssen, weil der ist als erstes fertig. Also das schon mal, habe ich schon mal falsch rum gemacht, aber was soll's. Ist jetzt so. Die Onnit Items wie Stormbreaker und Kingsbane sind Meta. Ja, easy, easy, aber ich gucke erstmal. Das Problem ist, dass ich so ein bisschen... Ja, wir gucken. Wir gucken. So, Muriel, bitte. Oh, ich habe ihn weggedrückt, habt ihr gesehen? Warum blinken? Er hat den Schuss überlebt. Ich hab ihn. Ja, okay. Der hat den einen Schuss am Ende überlebt. Aber ich wäre so oder so gestorben. Oh, aber Chimera räumt da noch auf. Geht, den lebt noch. Aber Hauweiser ist da. Bam, 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 bam. Yo, was geht denn mit den... Oh, der ist so low. Jawoll. Hauweiser besser, Mann. So muss es sein. 6-3.
Also, ich weiß halt nicht, ob in dieses Bild hier dann noch ein Prophecy reinpasst. Weil ich baue ja eigentlich schon relativ viel auch physische Kraft. Zumindest ein Item mit Auflösung habe ich physische Kraft drauf. Hier habe ich ein bisschen physische Kraft auf Nuclear Rounds. Warte mal, wie komme ich da jetzt rein? Moment. Ja, ihr Sound, ich mach den Damage. Nice, Raptor Nummer 2. Hui. Piu. Auf jeden Fall brauche ich Attack Speed, Leute. Ja, ich komme. Warte, das eine Minion noch mobil. Gracias, Senorita. Rechts der Tower ist gefallen. Ah, jetzt zu viele Minions. Kurz aufpassen. Ja, der probiert halt die Muriel zu hooken, weil er weiß, ich habe Schild. Nicht getroffen. Ich weiß nicht, wo Shinbi ist gerade. Kein Bock, dass ich jetzt hier wieder abgefarmt werde. Ich habe 1050. Oh. ...460 Damage. Und jetzt eine Ulti vom Hauheiser und dann war es das... Oh, scheiße. Komm ich nicht dran? Bitte, 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 bitte. Das gibt's doch gar nicht. Ah, kacke. Freunde der Nacht, Brüder der Sonne, wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Die sind ganz viele hier. Oh, Muriela. Jo, das macht Damage. Okay, ich habe jetzt Auflösung ready. Und Typhoon endlich mal. Jetzt baue ich mal das Ding hier fertig. Let's go. Warte, das eine Item nehme ich schon mit. Ist halt die Frage, wenn ich Plasma Blade baue, dann kriege ich zwar mehr Crit Chance, aber stackt meine Increase Ability Damage bei 4 bis 20, based on Critical Strike Chance. Und wenn ich aber bei Plasma Blade Basic attacke, dann kriege ich ja Critical Strike Chance obendrauf. GTFO ready. Sollte funktionieren, oder? Zwar dann erst später, aber sollte eigentlich funktionieren. Also erst, wenn ich quasi die Stacks habe. Oder muss es ein Flat Stat sein? So, Muriel ist nicht da. I'm aware, I'm aware. Hier, den kannst du haben. 412 Damage, holy shit. Kostiker baue ich auf jeden Fall noch. Guck mal, wie sie mir die Wards vorlegt. Na, ich hab doch gedrückt, Digga. Der überlebt den Shit. Hier ist ein Gideon. Okay. Ich bleib im Fight. Gideon tot. Okay, nice. Das war sehr nice. Wir kriegen einen T2 Safe. Und vielleicht sogar einen Inip. Wo ist Shinbi? Macht das mehr Schaden? 117? 117, ne. Ich kann kein Energy Damage. Ich mach hier weiter Schaden. Und ihr passt auf, dass ich nicht gekillt werde. Nice.
Okay, wir müssen raus. Bitte nicht blocken. Bitte nicht blocken, ich habe Joghurt im Rucksack. Get back. Wir müssen hier den Fangtooth machen. Oder resetten wir, ne? 6 Sekunden. Ah, die haben links den Innip weg. Also eigentlich schnell wegrotzen und dann resetten. Guck mal, Ego-Perspektive hier. Grimax Ego-Shooter. Gut. Ah, er hat keinen Smite. Oh, scheiße, die... Okay, die gehen weg. Ich glaube, die haben Angst. Das ist nicht sein Ernst. Ah, er ist tot. Danke für den Assist. Junge, wie soll ich die abschießen? Grim trotzdem noch einen einfachen Hühne. Einfach eine Hühne. So. Kurz weggehen. Jetzt kaufe ich mir das da, weil der Azurkern übel geil, weil du kriegst ja so ein Schild. Wenn du unter 40% Leben fällst, kriegst du ein extra Schild. Das ist schon insane. Und hier, das gibt mir halt physische Kraft, magische Macht, eigentlich alles geil. Also das muss ich eigentlich bauen. Wir gehen mal drauf. Wir machen mal. Und ich habe bei beiden jetzt 400 Stacks. Das heißt 2300 Mana. Ich habe mehr Mana, als ich Leben habe. Und das gibt mir halt, also das macht mich halt ein bisschen tanky, was ich ziemlich nice finde. So, dann baue ich hier noch Plasma Blade und theoretisch bräuchte ich dann noch ein Crit-Item und Caustiker. Weil dann habe ich hiermit 20 Crit und das gibt mir ja 40 Crit. So, dann bin ich bei 60 Crit, dann brauche ich noch 2 Crit-Items. Dann bin ich bei 60 Crit, dann bräuchte ich noch 2 Crit-Items mehr. Warte mal, gibt das hier Crit? Nee, es gibt keinen Crit. Durchschlag. Es gibt halt physischen Durchschlag. Es bringt mir jetzt nicht so viel, wenn ich Magic Damage mache. Aber egal. Ich hab'n... Lifesteal wäre noch irgendwie geil. Okay, da hatte ich jetzt gerade ein bisschen Respekt. Respeta auf Italiano. Oh, guck mal da. Der lila Waldgeist. Geh ich nochmal zurück. 1200, lohnt gerade nicht. Ja, auf Spanisch war das nicht Italiano. Habe ich Italiano gesagt? Ich meine Spanisch natürlich. Yo hablo español. So. Ein Mann, ein Wort. Okay, man kann jetzt im Shop die Items auf Englisch eingeben, man bekommt sie trotzdem angezeigt. Das ist gut. Ich habe ewig mit denen rumdiskutiert, Leute. Oh, scheiße. Und meine Maus hängt wieder. Scheiße, ich kann meine Maus nicht bewegen. Ah! Was macht denn der Typ da? Yeah! Der ist weg. Ich wollte jetzt nicht in den Fight gehen, weil meine Maus gerade nicht ging. Was there a Fang? Na. So. Wir können vielleicht Prime gehen. So, das brauche ich auf jeden Fall. Eigentlich müsste ich jetzt noch 2 Crit-Items bauen. 60... Andererseits scheiße ich auch. Ja, doch, ich brauche 2 Crit-Items noch. Was gibt denn noch so Crit? Was ist denn noch ein geil? Kritische Chance. Das wäre natürlich geil. Aschenträger. Boah, den baue ich, glaube ich. Oder Staubteufel. Oder Anti-Heal. I don't know. Ich baue mal Imperator als erstes. Weil je mehr Crit ich habe, desto mehr Fähigkeitsdamage mache ich. GTFO online.
Die Shinbi ist raus. Herrlich. Dann gehen wir doch mal auf den Prime. Oh, was ist denn da los? Sereth, ich komme. What? Lol, sie hat die Ulti gedodged mit der Q. Gigaplay. Können wir den machen? Guck mal, jetzt der Attack Speed. Alter. Alter. So will ich das haben. Gracias. Jo, ich hab ihn getroffen. Tschüss. Alter, Grim komplett broken. Alter, warum ist der so strong? Also mein Bild ist noch nicht perfektioniert, sage ich euch, wie es ist. Das ist noch nicht, das ist noch nicht, wie es sein soll. Aber ist schon nah dran. Och, hör doch auf damit. Jo! Jesus, hat er geschrieben. Also, das Problem ist, ich bräuchte theoretisch auch Caustica. Also ich habe den halt früher auf Magical Damage gebaut. Auf quasi nur Magical Damage. Und habe dann Prophecy gebaut, weil ich damit halt ordentlich Magic Damage reinhaue. Ich habe halt jetzt hier, also ich finde, Typhoonismus ist geil, so. Azurcan ist Baba, weil das gibt mir ja Mana und magische Macht und Fähigkeitstempo, was ja alles geil ist, weil ich will ja eigentlich viel mit meinen Fähigkeiten machen. So. Und magische Macht skaliert ja auch auf meine E, wenn ich die aktiviere. Und das Geile ist, ich kriege halt, je mehr Mana ich habe, ein Schild, wenn ich unter 40% Leben bin. Und da ich ja hier viel Mana drauf habe und hier viel Mana drauf habe, habe ich halt ultra krass viel Mana. Und meine Passive, genau. Warte, ich zeig euch, wie ich meine. Also ich hab zwei Items in Combo. Auflösung, weil, ist ja klar, der gibt mir alles, was ich brauche. Gibt mir halt übelst viel Mana obendrauf. Und was halt geil ist, der macht halt physischen Schaden obendrauf. Aber unfassbar viel Mana zu haben, bringt nur dem Schild auf Azurcor etwas. Ja, und wenn du mehr Mana hast, dann machst du ja hier mehr physischen Schaden nochmal obendrauf, weil das halt 2,5% ist. Und da wir zwei Mana-Stack-Items haben, Azurcor und Auflösung, haben wir halt doppelt Mana. So, und hier kriegst du ja nochmal 4% magische Macht obendrauf von deinem Mana. Also das ist auf jeden Fall insane. Dann habe ich auf jeden Fall gedacht zu bauen... Ich finde Nuclear Rounds geil, weil meine Ability Damage um 20% steigt. Dafür brauche ich aber Crit. Aber hier ist halt auch Mana drauf. Das heißt, ich habe schon mal drei Items, die mir Mana geben. Das heißt, mein Schild wird höher und beide Items machen mehr Damage. So, und hier habe ich halt nochmal Physical und Attack Speed drauf. Was halt ziemlich nice ist. Aber hierfür brauche ich halt 100 Critical Chance, damit ich da diese 20% mehr Ability habe. Lass mal die Passive von Nuclear Rounds weg. Für dein Bild reichen die Stats. Aber es passt halt geil rein, Digga. Es passt halt geil rein. Weil es hat nochmal extra 250 Mana. Wenn ich jetzt On-Hit baue, dann würde ich halt Himmelsspalter bauen. Sturmbrecher könnte ich bauen. Das wären halt so die On-Hit-Optionen. Beziehungsweise Kingsbane könnte ich bauen. Wäre auch noch On-Hit. Aber die gehen halt nicht als Combo in mein Bild mit rein. Du musst mal in der Mitte das Magic Damage Shield Bild spielen. Ja, wäre auch geil. Dann wird einfach On-Hit weitergehen, selbst mit Nuclear Rounds. Mit dem Buch und dem Ring. Welcher Ring? Du meinst das hier, Soulbinder? Das macht natürlich auch krass. Das ist natürlich auch krass. Können wir auch mal probieren. Aber egal, das ist ein Thema für ein anderes Video.